Herzlich willkommen bei Straße Bormann. Marc Bormann ist mein Name, ich bin Steuerberater. Bin seit 1998 in der Kanzlei als Steuerfachangestellter tätig. Bin seit 2011 Partner geworden, habe in 2006 meine Beraterprüfung absolviert. Und wir betreiben die Kanzlei Praas & Bormann seit 2011 gemeinschaftlich. Wir beraten unterschiedliche Rechtsformen, ob das kleinere Einzelunternehmen sind oder halt bis hin zu mittelgroßen Kapitalgesellschaften. Wir stehen in einem ständigen Dialog zum Mandanten. Das heißt, wir fangen also nicht an, den Mandanten nur erstmal aufzunehmen und dann irgendwo dann zu verwalten. Für uns ist es immer wichtig, das Bestmögliche für den Mandanten rauszuholen, dass wir auch sehr steueroptimiert arbeiten und die Wünsche des Mandanten uns eigentlich erstmal am Herzen liegen. Und dann gehen wir vom Prinzip sehr individuell in die laufende Beratung hinein und erarbeiten dann mit dem Mandanten auch gemeinschaftlich dann ein Gesamtkonzept aus und das eigentlich zu 99% erfolgsversprechend dann auch ist. Wenn ihr jemand auf unser Video geht, dann gibt es. Ja, mein Name ist Prast. Ich bin der Senior hier in der Kanzlei. Ich habe die Kanzlei im Jahre 79 gegründet. Was anfänglich mit 5 Mitarbeitern reichlich bemessen war, wie sich dann aber herausstellte, durch das ständige Wachstum reichten die Räumlichkeiten nicht aus, sodass im Jahre 2013/14 das Büro nochmal erweitert wurde, aufgestockt wurde. Wir suchten hier in der Kanzlei den Dialog zum Mandanten. In der Regel, Steuer hängt mit Geld zusammen, hängt eine Bank mit dem Boot oder mehrere Banken. Und meine Grundidee war, der Mandant in die Mitte, der Banker und der Berater als Einheit, als Dialogpartner, den Banker mit ins Boot genommen, führt in der Regel zu vernünftigen wirtschaftlichen Ergebnissen. Und die Gesamtreflexion jetzt nach rund 37 Jahren, im Nachhinein lässt sich immer leicht feststellen, kann nicht alles ganz falsch gewesen sein. Der Themenbereich der Kanzlei ist mittlerweile so weit gefasst, dass wir sämtliche Gebiete mit abdecken, was wir in früheren Jahren nicht gemacht hatten. Vereine, Landwirtschaft sind mittlerweile auch drin. Wir haben einen jungen Steuerberater noch eingestellt, der die Themen mit abdeckt, sind heute mit rund 25 Leuten brauchbar aufgestellt und können die Arbeit auch entsprechend bewältigen. Die Philosophie nach vorne sollte sein, den Standort weiter zu stärken, das Einzugsgebiet zu vergrößern. Das nördliche Ruhrgebiet gehört mittlerweile dazu. Aufträge von außerhalb, die vereinzelt reinkommen, werden logischerweise nicht abgelehnt. Der beste Werbeträger draußen für uns ist der zufriedene Mandant. Und davon existiert heute die Praxis und entwickelt sich nach meinem Dafürhalten relativ gut.